Wir als Kinder Gottes wissen, dass unser Leben auf einem Dreibein steht, kann man sagen. Glauben, Gebet, Gemeinschaft. Und wir haben heute schon gehört vom Glauben. Und wir wissen, wie wichtig es ist, vom Herzen zu glauben, einen kindlichen Glauben zu haben. Ich denke, die meisten Botschaften, was wir gehört haben, ja von hier vorne, ich meine hier im Saal, was von hier vorne kam, das ist meine Feststellung, das ist über Gebet. Die Bibel legt ein sehr großes Wert auf das Gebet, auch die Leitung der Gemeinde, und deshalb hören wir jedes Mal, wenn ein Gottesdienst anfängt, wird er mit Gebet angefangen und hört auch mit Gebet auf und wird auch gebetet dazwischen. Wir haben am Freitag ganz ausführlich gehört aus Hebräer 13 über den 15. Vers im zweiten Teil über die Frucht der Lippen, wie wichtig es ist, dankbar zu sein in unserem Leben und Gott zu danken. Die christliche Statistik in Amerika, in den United States, hat festgestellt, dass von der ganzen Christenheit zusammen, von den gläubigen Kindern Gottes, von den Kindern Gottes, was wiedergeboren sind, haben nur 10% ein richtiges Verhältnis im Gebet mit Gott. Es kann natürlich keiner beweisen und sagen, ja, das stimmt so. Kann auch keiner behaupten, dass es 100%ig so ist, aber so wird gesagt, dass nur 10% von den Christen ein Leben führen, wo sie viel Zeit im Gebet verbringen und Gemeinschaft mit dem Herrn suchen im Gebet. Und die 90% dann nur kurz betet, vor dem Essen, vor dem Schlafen gehen, wenn sie in der Not sind, sag ganz kurz. Ich habe mir dabei gedacht, zu welchen Prozenten gehöre ich persönlich? Bin ich in die 10% drin oder bin ich in die 90%? Und ich möchte heute mit Gottes Hilfe sprechen über Gottes Ziel im Gebet. Gottes Ziel im Gebet. Es wird vielleicht ganz einfach sein, kindlich sein, aber dass wir das begreifen und verstehen. Die erste Frage kann man stellen, wofür hat Gott uns überhaupt geschaffen? Wenn man bei Kindern fragt oder bei Erwachsenen, dann könnte man sagen, Gott wollte Gemeinschaft haben mit uns, ist das richtig? Man könnte sagen, Gott möchte, dass wir ihn verherrlichen, ist auch richtig. Man könnte vieles hier sagen, an Jesaja 43, 7 lesen wir, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und dem ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Aus diesem Text sehen wir, dass Gott sagt, an jeden, der meinen Namen genannt ist, wir sind Christen, wir tragen den Namen Jesu Christi, wir sind Kinder Gottes, hat er zu seiner Ehre geschaffen, zu meiner Ehre geschaffen. Wir sind geschaffen dazu, dass wir Gott Ehre erweisen, dass wir ihm loben und preisen und verherrlichen. Und in 1. Mose 26, 28, das sind sehr bekannte Verse, wir hören die öfter, haben die gehört. Ich lese das aber noch einmal, da steht geschrieben, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf die Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Bis hier lese ich, weiter werde ich nicht. Wir sehen aus diesem Text, dass Gott ein Menschen schuf nach seinem Bilde. Und er segnete sie. Und sehr oft, wenn ich Tiere beobachte, zu Hause oder im Wald, dann gehen mir die Gedanken durch, womit unterscheidet sich ein Tier oder das Vieh vom Mensch. Und
Wir wissen die Antwort aus dem Wort Gottes, aus Kinder Gottes, dass ein Mensch hat eine Seele. Ein Mensch, wie es geschrieben steht in 1. Mose 2,7, da steht es geschrieben, er blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wir sind eine lebendige Seele und wir sind eine Persönlichkeit, genau wie Gott. Wir können denken, sprechen, überlegen. Wir haben eine Freiheit von Gott bekommen. Er zwingt uns nicht, wir können unterscheiden und entscheiden. Und das spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben. Und ich denke, diese zwei Texte, was ich gelesen habe, bringen uns schon näher zu dem Ziel, dass wir verstehen können, wer Gott ist und wer wir sind. Wenn wir verstehen, wer Gott ist und wer der Mensch ist, dann werden wir verstehen, warum es wichtig ist, zu beten und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das Erste, was ich betonen möchte, ich möchte vier Punkte nennen. Was ist das Ziel Gottes im Gebet? Das Erste ist wichtig, dass wir erkennen, dass Gott eine Persönlichkeit ist. Und wenn er eine Person ist, eine Persönlichkeit, und wir kennen ihn als einen Gott in drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und bevor der Mensch geschaffen wurde, gemacht wurde vom Herrn, hatte Gott schon Gemeinschaft mit seinem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Das ist 100% und das können wir auch im Worte Gottes lesen. Und jetzt bildet Gott, macht Gott einen Menschen und er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und wenn wir ins Gebet gehen und das wirklich verstehen, dass Gott mit uns Gemeinschaft haben möchte, ich denke, dann werden wir ganz anders beten. Wenn wir unsere Kinder betrachten und wir sind hier die Väter und Mütter von unseren Kindern, dann kommen die immer wieder zu uns und sagen, Papa, spiel mit uns, mach mit uns was. Die wollen Gemeinschaft mit uns haben. Die wollen, dass wir den Bücher vorlesen, dass wir den erklären und so weiter. Und das Wort Gottes sagt in 1. Johannes 1,3, das ist die zweite Hälfte, da steht geschrieben, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem seinen Sohn Jesus Christus. Johannes sagt, das, was wir gesehen haben, was wir betastet haben. Und dann weiter sagt er, mit dem haben wir Gemeinschaft, mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und er möchte, dass wir auch Gemeinschaft haben mit dem Vater. Gott möchte sehr in unserem Gebet, dass wir ihm aufnehmen und mit ihm sprechen. Die Gnade, in 2. Korinther 13,13 steht geschrieben, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, sagt Apostel Paulus. Wir wissen, dass wenn ein Mensch wiedergeboren wird, bekommen wir den Geist Gottes in unseren Herzen und er leitet uns, er ist ein Vorsprecher im Gebet, er ermahnt uns, er belehrt uns und so weiter. Und er strebt doch danach, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Es ist sehr wichtig. Gott möchte, dass wir mit ihm sprechen. Nicht nur einfach, wie das meiste passiert, wenn wir uns knien, sagen, Herr Jesus, wir danken dir für das schöne Wetter, dass du uns heute gesegnet hast, für das Wort und so weiter. Sagen, was wir wollen, dann sagen wir Amen, stehen auf. Ein Gebet ist ein zweiseitiges Gespräch. Wenn ein Kind mit uns spricht, er möchte, dass der Vater zurückspricht. Wenn wir im Gebet mit dem Vater stehen, habt ihr ein zweiseitiges Gespräch? Steht ihr da an der Stelle und wartet, bis der Herr euch eine Antwort gibt? Es ist nicht charismatisch, es ist biblisch. Wenn wir stehen, fragt mal die Brüder, was ich im Wort vorbereiten. Wie oft gehen die Brüder auf die Knien und sagen, Herr, was soll ich predigen? Ich weiß nicht, was ich predigen soll. Bitte hilf mir, schau mir. Und dann auf einmal kommt ein Gedanke, da liegst du im Bett und den Gedanken, oh. Und dann überlegt man weiter und man merkt, Gott spricht zu mir und er möchte, dass ich über dieses Thema spreche. Oder wir machen die Bibel auf
und Gott spricht durch sein Wort zu uns oder spricht durch ein Lied oder manchmal höre ich eine Botschaft von hier vorne, von den Brüdern und auf einmal merke ich in den durchgelesenen Texten, Gott spricht zu mir und er möchte, dass ich in der Zukunft über das spreche. In Jeremia 33,3 steht geschrieben, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Also ein Gespräch mit Gott in der Stille, wenn wir das praktizieren, werden wir merken, wie wir uns auf die Knie hinstellen, wenn wir gesprochen haben, wie Gott uns Antwort geben wird. 1969 habe ich gekündigt meinen Job in Blankenheim. Ich war dann am Bau tätig bei der Blankenheimer Baugesellschaft und ich war mir ziemlich sicher, dass ich allein klarkomme. Ich brauche keinen Palier mehr, ich weiß, was ich mache. Aber Gott führte mir solche Wege, dass er mir zeigt, dass ich keinen anderen Job finden werde. Ich habe dann bei der Polsterei angefangen, wo dann diese Zeit gelernter Polsterer. Habe gelernt, wie man Sofa bezieht und Sessel. Und ich wurde ein Schmiede. Ich habe geschmiedet für Flugzeuge, Turbinen. Aber immer wieder kam ich zu dem Ziel, dass es nicht meins ist. Ich hatte keine Freude an dieser Arbeit. Und ich habe immer wieder gebetet, Herr, hilf mir doch, hilf mir, gib mir eine Antwort. Wo kann ich eine Arbeit finden? Und wisst ihr, was der Herr gemacht hat? Eines Abends, wo ich da gebetet habe, dann merke ich, sagte Herr, geh zurück zu der Stelle, wo du warst. Sei demütig. Bitte um Vergebung vor den Arbeitskollegen, vor dem Boss und dann wirst du ein glückliches Leben haben. Ich machte das. Ich habe noch 10 Jahre da gearbeitet. Und es war eine schöne Zeit. Strebt danach, mit Gott zu sprechen und zu hören, was Gott euch sagen möchte. Das ist der erste Punkt und das ist das Ziel Gottes. Er möchte, dass wir mit ihm sprechen. Er ist eine Person, er ist der Allmächtige. Und wir sind seine Kinder und er möchte mit uns sprechen. Er möchte aushören, was wir sagen und uns antworten. Gott ist der Vater, der zweite Punkt. Und er möchte Liebe. Wir als Eltern möchten sehr, dass unsere Kinder uns lieben und ehren. Und das ist auch richtig so. Aber Gott ist der Vater und er möchte, dass wir ihn lieben. Und das ist so schön, wenn wir das verstehen, dass wir Gott im Gebet sagen, dass wir ihn lieben. Uns wurde das ganz ausführlich erklärt am Freitag vor dem Abendmahl und gefragt, lieben wir Gott? Und ich habe mich sehr gefreut, wo ein Bruder betet und sagte, Herr Jesus, ich habe dich so lieb. Und wisst ihr, das möchte der Vater. Natürlich, das ist eine große Verantwortung. Wenn wir zu unseren Kindern sagen, ich habe dich lieb, wir tragen für sie eine Verantwortung finanziell auch so und beschützen die Familie. Und wenn wir zum Herrn sagen, wir haben dich lieb, wir wissen als Christen, was das heißt. Gott zu lieben, das heißt seine Gebote halten. Jesus sagt, wer mich liebt, haltet meine Gebote. Wer mich liebt, liebt seinen Bruder. Aber Gott möchte, dass wir ihm im Gebet sagen, Herr Jesus, mein himmlischer Vater, ich habe dich so lieb. Der dritte Punkt, was wichtig ist, dass wir im Gebet das erkennen oder vor dem Gebet, aber im Gebet das auch sagen, dass er der König ist. Wir wissen hier, was ein König ist und was verlangt ein König von einem Volk. Ein König verlangt von einem Volk erstens mal, dass sie gehorsam sind, dass sie demütig sind und dass sie den König loben und danken, weil er sorgt ja für sein Volk. Psalm 65,3 steht geschrieben, du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. In Matthäus 6,10, da sagt der Herr Jesus, wie wir beten sollen. Er sagt, wir sollen beten, dein Reich komme, wie auf Himmel, so auf Erde. Unser Vater ist der König. Der König, was alles im Griff hat, was alles sieht und alles jedem hilft. Und wenn wir das im Gebet erkennen, dass er wirklich der König ist und ihm demütig und gehorsam sind und ihm loben und danken mit unseren Lippen,
dann werden wir ein ganz anderes Verhältnis haben zu unserem Herrn. Der vierte Punkt, worauf ich stehen bleiben möchte: Gott ist die Quelle. Er gibt alles, er möchte hören und geben, was wir brauchen im Gebet. Der Vater, unser himmlischer Vater, möchte es hören im Gebet, was wir brauchen. Und er möchte auch hören, dass wir dankbar sind. Jakobus 1,17 steht geschrieben: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge vom Wechseln. Gott möchte hören, was wir brauchen. Und Gott hat immer ein Ziel mit uns. Was Gott am meisten möchte von uns, dass wir nach seinen Willen leben. Ja, er möchte uns helfen mit unserer Arbeit, mit unseren Nöten, mit unserer Gesundheit, aber er möchte, dass wir seinen Willen tun. Und das ist wichtig. Jesus Christus sagt in Markus-Evangelium 11,24, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfängt, so wird es euch zuteil werden. Das ist noch eine Bestätigung, dass Gott die Quelle ist und Jesus sagt, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet. Jesus Christus sagt in Johannes Evangelium 15,5, ich bin der Weinstock, ihr seid Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn wir das wirklich begreifen, dass wir ohne Gott, ohne Jesus nichts tun können, dann werden wir immer wieder im Gebet, im Danken und bitten. Wir können ohne Jesus und ohne Gott nichts tun. Das haben wir gerade gelesen. Und man muss bekennen, dass und Gott zeigen, dass wir abhängig sind von ihm. Wir haben gehört, dass Gott eine Persönlichkeit ist. Wenn wir das erkennen, in unserem Gebet scheinbar und sichtbar machen, in unserem Gespräch. Er möchte Gemeinschaft mit uns. Der Vater im Himmel liebt uns, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, wie an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Er hat aus Liebe sein Bestes gegeben für uns. Lieben wir unserem Herrn auch? Und hört er das im Gebet, dass wir ihn lieben? Oder haben wir Angst, das zu sagen? Vater, ich liebe dich. Herr Jesus, ich liebe dich so sehr. Gott ist der König und er möchte, dass wir gehorsam sind in unserem christlichen Leben, dass wir nach seinen Worten leben, dass wir demütig sind und in der Demut wachsen. Und Gott ist die Quelle, vierter Punkt, er möchte hören, was uns und uns geben, was wir brauchen und dass wir dankbar sind. Ich möchte lesen ein Vers, was in Römer 8, 26 geschrieben steht. Das ist ein sehr bekannter Vers. Und ganz kurz stehen bleiben. Hier steht Folgendes geschrieben, Römer 8, 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein, mit unaussprechlichen Seufzen. Wenn wir diesen Text lesen, dann fällt uns auf, ich denke, wenn wir uns vertiefen werden, fällt uns auf, hier steht geschrieben, der wir wissen nicht, was wir beten sollen. Das sage nicht ich, das sagt das Wort Gottes. Wir wissen nicht. Und das Interessante hier ist, dass Apostel Paulus sagt zu den Römern, nicht ihr wisst nicht, oder jemand, er schließt sich hier ein, er sagt, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Wie kommt das denn? Wenn wir an den
Giganten im Glauben, Gebetsgiganten, Glaubensgiganten denken, wenn wir an Elia denken, was Elia alles machte. Er besiegte diese 400 falsche Propheten, er stand im Kampf ganz alleine, er betete und es regnete nicht 3 Jahre und 6 Monate und dann betete er wieder und dann regnet es. Und dann lesen wir im Neuen Testament im Jakobusbrief im 5. Kapitel im 17. Vers, wenn ich mich nicht vertue, wir können das jetzt aufmachen, lesen wir Folgendes. Ja, 5,17. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Lande. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wir lesen, dass Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, das heißt, er war auch so schwach wie wir. Und er wusste nicht, was er beten soll. Aber er machte ein wichtiges Ding. Er betete. In seiner Schwachheit war er stark. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Das können wir lesen, das habe ich gerade erwähnt. Durch Elia hat er große Wunder gemacht. Sogar das Feuer vom Himmel kam. Nur weil er betete. Wenn wir oft nicht wissen, was wir beten sollen, ist es wichtig, dass wir diesen Schritt machen und ins Kämmerlein gehen und beten. Und der Geist Gottes wird uns helfen. Der wird uns beistehen. Wenn wir an Mose denken, was Mose alles getan hat, hat Gerichte gehalten, hat das Meer getrennt nach Gottes Wort. Das Rote Meer musste auseinandergehen und er ging das Volk durch. Er kam zum Felsen und sagte, das Fels sollte Wasser geben, dann fließt Wasser. Aber wenn wir dann den Psalm aufmachen und Gebet Mose lesen, dann lesen wir Folgendes. Ich lese das jetzt vor. Das ist Psalm 90. Und er schreibt, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. So fängt er an und zuletzt schreibt er, im 17. Vers sagt er, und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und das Werk unserer Hände fordere du für uns und das Werk unserer Hände wollest du fördern. Was heißt das fördern? Helfen. Helfen. Stärken. Also, wenn wir Gott bitten, in unserer Schwachheit macht er große Wunder. Und wir denken oft an diesen Personen, denken, wow, was für ein Glauben, was für ein Gebet. Aber wir wissen von Elia, er war auch schwach und er rannte weg von Achan, von dem König und Isabel. Und er saß unter dem Baum und er wollte sterben. Aber das Gebet in seinem Leben änderte vieles. Er war schwach, aber wo er an seine Schwachheit kam zu Gott, machte Gott großen Wunder. So ist es auch in unserem Leben. Ich denke, das Problem bei den Christen heute, wir denken, dass wir stark sind. Wir geben überhaupt keine Acht auf diesen Vers, was hier in Römer 8,26 geschrieben steht. Denn sie wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Und da steht hier geschrieben, oben eben kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Wir sind schwach. Erkennen wir das, Brüder und Schwestern, dass wir schwach sind? Oder wir denken, wir sind stark? Wenn wir irgendwo unterwegs sind und dann einen flachen Teil haben oder einen leeren Reifen, dann springe ich aus dem Auto, oh, ich habe ja einen Ersatzteil. Ich habe hier sogar ein Set, ich kann das schnell flicken. Ich habe auch eine Pumpe dabei. Oh, ich habe auch einen Batteriestarter. Fällt mir ein, ich sage, Herr Jesus, hilf mir, diesen Reifen zu wechseln. Nein, ich bin stark genug, ich kann das schnell machen. Wenn ich krank werde, ich spreche jetzt nicht von euch, von mir selber.
Was mache ich am Ernst? Ich habe Fieber. Na ja, versuche ich mit natürlichen Mitteln. Wenn die Fieber runtergeht, wenn nicht, Tablette. Wenn nicht, zum Arzt, Antibiotika. Habe ich mich gekniet und habe den Herrn gefragt, Herr, habe ich mit ihm gesprochen zuerst? Ich will nicht sagen, dass ihr das auch so macht. Vielleicht machen wir das an manchen Stellen nicht. Vielleicht beten wir direkt, das ist gut. Aber es ist so wichtig, dass wir das machen. Wenn wir Jesus Christus betrachten, wie er es gemacht hatte, er, der Sohn Gottes, im Leibe des Menschen, er hat sich jeden Abend dahin gezogen, wo ein stiller Ort war, oder in die Bergen oder im Garten, und hat zum Herrn gebetet, und deshalb könnte er verbringen den Willen des Vaters. So wichtig war das. Wenn ich David lese, den Psalm 62, dann steht ja etwas geschrieben, sehr Wichtiges für mich, und ich dachte, das möchte eigentlich Gott von uns allen, dass wir das machen. Hier steht geschrieben, Psalm 62, 9, Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet eures Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht. Vertraut auf ihm alle Zeit, o Volk. Auf Gott sollen wir vertrauen, alle Zeit, in jedem Moment. Und wichtig ist, dass wir unseres Herz ausschütten. Gott möchte nicht, Gott schaut nicht auf unsere musikalische Seite des Gebets, wenn wir schön sprechen, wenn das alles so sich räumt und so angenehm ist. Gott schaut doch nicht auf die Mathematik unseres Gebets, wie oft wir beten. Gott schaut doch nicht auf die Geometrie des Gebets, wie lang unseres Gebet ist. Er schaut doch nicht auf die Logik unseres Gebets, ob das logisch ist oder nicht. Gott schaut auf die Echtheit unseres Gebets. Ist es echt? Kommt das vom Herzen? Und hier sagt David, schüttet eures Herz aus. Habt ihr mal, jeder von uns hat eine Wohnung mal aufgeräumt und Teppiche ausgeschüttet, oder? Ich mache das manchmal, helfe manchmal meiner Frau, und dann gehe ich raus, dann denke ich, Mensch, ist dieser Teppich aber dreckig. Man klopft an den Baum und klopft, und da kommt immer Sand und Staub und klopft, besonders die Teppiche, was vor der Tür liegen. Und das hört nicht auf. Man schüttet aus. Oder wenn man einen Sack nimmt, die Geschwister, was in meinem Alter sind, wissen, früher sind wir zu der Mühle gefahren und haben Mehl von da geholt mit unseren Eltern. Da ging ein LKW, und dann sind wir dahin den ganzen Tag, und dann wurden in Säcke Mehl reingemacht. Dann haben wir diesen Mehl nach Hause gebracht und abgeladen. Und wo wir nach Hause kamen, mussten wir diesen Mehl ausschütten in den Mehlkasten. Wir hatten großen in der Kammer für unsere Familie, einen großen Kasten für Mehl, haben wir das da ausgeschüttet. Meine Mama sagt immer, Jungs, macht sicher, dass das alles aus ist. Und sie hat dann alles rausgeschüttet. Der Sack musste ganz frei sein. Und ich habe manchmal so schnell, da kam ich raus, da gab es von hinten eins. Sagst du, du hast das nicht richtig gemacht. Komm mal her. Dann hat sie, das ist Mehl, das ist Essen. Wisst ihr, Gott möchte, dass wir unsere Herzen ausschütten. Georgi Winz hat gesagt in Russisch, ich werde das übersetzen, «А если заглянуть нам сердце трюм, на залежи порока и обмана, то не хватило бы даже океана, чтобы очистить совесть и сердце ум». Wenn wir an Innere unseres Herzens reingucken könnten, sagt er, in den Innere, wo Jona geschlafen hatte, im Schiff, ganz inne, dann würden wir merken, wie viel da noch liegt, was wir den Herrn nicht gebracht haben. Das können Beleidigkeiten sein, das kann Stolz sein, das kann Geldgier sein, das kann Lüge sein. Alles ausschütten. Und wisst ihr, dann werden wir eine Zuflucht finden bei dem Herrn. Der Herr wird uns nehmen zu sich, wir werden bei ihm die Zuflucht haben. Das sagt David und das sagt auch Mose. Er ist unsere Zuflucht. Er ist unsere starke Burg. Möge Gott uns helfen und segnen in dem, was wir gehört haben. Gebet ist sehr wichtig. Deshalb steht Gebet in der Waffenrüstung Gottes. Und manchmal ist es wirklich wichtig, dass wir kurz beten. Herr, hilf mir, ich bin in der Not. Und das hilft auch. Aber wie schön ist das, wenn wir uns Zeit holen, alleine, ganz alleine, wir wissen, wenn wir alleine sind, und mit dem Herrn sprechen und denken daran,
Er ist eine Person, er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Jetzt lege ich alles auf Seite, jetzt werde ich mit dem Herrn sprechen. Und wenn wir dann denken, er ist der liebende Vater, er liebt uns so sehr, und wir ihm sagen, Vater, wir lieben dich so sehr. Ich habe dich so lieb. Ich weiß, alles kommt von dir. Du bist die Quelle. Alles Gutes kommt von dir. Du sorgst für mich. Wenn wir das alles, an das alles denken werden, wenn wir im Gebet denken werden, dass er der König aller Könige ist, dass er alles unter seiner Kontrolle hat, dass wir gehorsam sein sollen ihm gegenüber, dass wir demütig sollen sein. Und wenn wir unser Herz ausschütten, ganz ausschütten, wie ihr, wie David hier sagt, dann werden wir sehen, wie viel Freude wir werden bekommen im Gebet. Wir werden es nicht abwarten können, bis es im Hause Stille ist und wir alleine gehen und beten können. Wir werden Sehnsucht haben nach diesen Stunden, wo wir mit dem Herrn beten können. Möge Gott uns segnen im Nachdenken. Wir stehen jetzt noch auf, beten nachher, ich bete zum Schluss. Amen. Vater, ich danke dir auch vom Herzen für diesen Gottesdienst. Danke dir, dass du auch zu mir gesprochen hast. Danke dir, dass du ein liebender Vater bist. Danke dir, dass du haben möchtest von uns, dass wir Gemeinschaft mit dir suchen, dass wir ernst sind, dass wir unser Herz ausschütten, dass wir dich bekennen als König, dass wir dich lieben und dass dir im Gebet sagen, du wartest auf das, du möchtest, dass wir es nicht nur sagen, aber auch ausleben, dass die Geschwister das sehen, dass wir dich lieben und die Menschen das sehen. Wir danken dir und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir verstehen, dass du die Quelle bist, du gibst alles. Wir denken oft, dass wir es verdient haben, gemacht haben oder wir sind stark, aber wie wir gehört haben aus deinem Wort, wir sind schwach und wir können ohne dich gar nichts. Und wir danken dir für den Heiligen Geist, was du uns gegeben hast, für diesen Tröster, was uns auch im Gebet leitet. Und bitte hilf uns in unserem Leben, auch mir persönlich, dass wir Gebetskinder werden, dass wir viel beten und dass wir auch für die verlorene Welt beten können, Herr, für die Sünder, was dich noch nicht kennen. Bitte segne uns auch weiterhin. Amen.